Hi, ich bin die Christine und ich möchte euch heute die Wedding Bubbles präsentieren. Wedding Bubbles oder Hochzeitsseifenblasen sind eine schöne Alternative zu den herkömmlichen Reis oder Blüten, die man streut, egal ob bei der Kirche, beim Standesamt oder auch bei der freien Trauung. Das heißt, wir können das alles anwenden, auch anstatt mal Blüten, weil gerade bei Reis oder Blüten ist ja mittlerweile nicht immer gestattet, dass man das verteilt. Und daher sind diese Wedding Bubbles wirklich eine schöne Möglichkeit. Wir haben viele verschiedene Formate, verschiedene Designs, aber auch verschiedene Größen von den Seifenblasen. Und zwar zeige ich euch erstmal diese kleine Champagnerflasche. Die geht mit einem Schraubverschluss auf. Ich zeige euch das jetzt mal, wenn man sie vorbläst. Sind so, ja, so eine mittlere, schöne Größe, kommen ganz viele raus. Und dieses Format von den Seifenblasen und auch die Größe haben sowohl die Torten als auch die verschiedenen Champagnerflaschen. Gibt es auch in verschiedenen Farben, also nicht die Seifenblasen, sondern nur die Deckel. Dann haben wir einmal so ein süßes kleines Champagnerglas. Kann man vielleicht auch abwechseln, einmal eine Flasche nehmen, einmal ein Glas, passt ja ganz süß zusammen und hat auch einen Schraubverschluss. Das ist ein bisschen ein größeres. Also die sind ein bisschen größer, sehen auch wunderschön aus. Genau, das gibt es wie gesagt nur bei dem Glas. Und dann haben wir noch als letztes zum Beispiel diese süßen kleinen Röhrchen. Hier in dem Format jetzt mit so einem kleinen Herzchen obendrauf, haben wir aber auch mit einem Schmetterling, dann natürlich auch in rosa mit einem rosanen Herz und auch so süße kleine, ja wie so ein Diamantflakon und so ein kleines Herzflakon, das sind auch jeweils kleine, kommen aber nicht in Herzform raus, also es gibt keine Seifenblasen in Herzform, sondern nur kleine Seifenblasen. Da kann man dann schön so ein bisschen hin und her pusten und dann kommen ganz viele kleine raus. Wichtig ist noch dazu zu sagen, dass alle Seifenblasen bei uns Schraubverschlüsse haben, außer die zwei Torten. Das ist kein richtiger Schraubverschluss, man muss zwar ein bisschen drehen und dann muss man aber so ein bisschen, wie ihr seht, so ein bisschen hin und her wackeln und vorsichtig nach oben ziehen und dann geht es auch auf. Ja, und vielleicht noch so als kleiner Tipp von mir, ihr könnt es ja nicht nur benutzen so nach der Trauung oder freien Trauung, Kirche, sondern vielleicht auch als kleines Gastgeschenk. Zum Beispiel, wenn ihr noch ein schönes personalisiertes Band oder vielleicht auch ein Band mit vielen Dank, das gibt es bei uns auch, einfach dran machen und schon habt ihr eine kleine Art Danke zu sagen. Und die Blumenmädchen oder vielleicht auch die Brautjungfern können ja dann auch in so einem süßen kleinen Korb, das ist nur so eine kleine Idee, mit Blüten drin, kann man das dann schön an die Gäste verteilen und somit kommt das Brautpaar quasi aus der Kirche raus und die Gäste können das Brautpaar mit ganz vielen Seifenblasen begrüßen.